kleines bisschen höher vielleicht löschen. Ja, wie sieht das mit so einer Beregnungsanlage von Namen aus? Das sieht so aus, als würde der uns treffen, tut er aber nicht. Geht ja alles gut daneben. Natürlich schon ein interessantes Bild. Ja? Normalerweise würde man sagen, die Person, die da jetzt gerade quakt, die soll den Schnabel halten. Aber die ganzen Fahrzeuge, die hier durchfahren, die sind auch nicht gerade leise. Ich denke, wir machen jetzt alle den Motor aus. Jetzt kommt das Ding wieder zurück. Diese lässt er doch nicht ganz rumschwenken. Da braucht er sich nicht hin und her zu drehen, da braucht er nur noch einen Kreis. Sieht natürlich bedrohlich aus, als wie das Wasser näher kommt. Aber wie man sieht, trifft auch wiederum das Ding ins Licht. Naja. Ein paar kleine Mini-Tröpfchen, die über Luft geschwebt sind, haben uns leicht gestriffen. So, jetzt geht er wieder zurück. Also in einer anderen Richtung geht er also langsamer. Mhm. Und jedes Mal, wenn das Ding in den Schal reinkommt, wird die Düse einen Schritt weiter rüber geschoben. Bitte, jetzt kommt er wieder zurück. Auf dem Rückweg ist das Wasser total weit weg. Na gut, wir fahren jetzt weiter. Haben wir genug geguckt von mit dem Ding da. Wir wollten schon immer mal wissen, wie das von nahen aussieht. Ja, würden wir jetzt geradeaus weiterfahren. Und die ungünstigen Dinge, da würde ganz schön viel was werden. Aber das Ding ist gerade weggedreht. Also kann man wie gemütlich durchfahren. Aber bis das Ding wieder rumgedreht ist, sind wir schon lange durchgefahren. Und daher sicher von dem Teil. Wir warten jetzt aber nochmal ab, wenn es uns umdreht, ob das Wasser jetzt wieder näher kommt. Ein bisschen. Jetzt haben wir leicht getroffen. Also auf der Hindrehung, also im Uhrzeigersinn, erwischt uns leicht das Wasser, aber nur ganz schwach. Und auf dem Rückweg scheint es, das war die Düse oder irgendwas. So, wenn er jetzt auf dem Rückweg an uns vorbeigedreht ist, dann fahren wir weiter. Schon cool aus, wenn hinten das Wasser runterplatscht und man denkt, oh, das kommt immer näher. Aber die Düse ist ja schon lange weggedreht. Nach dem Motto, der trifft jetzt gar nicht. Guck mal, wie das Wasser runterkommt. Nee, bei weitem nicht. So, das war es erstmal für die Aufnahme mit dem, mit der, ups, da kommt einer. Mit der Sprengungsanlage. Wir fahren jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal.